Lieber Yair, ich danke dir herzlich für den offenen und freundschaftlichen Empfang. Von den dort gesammelten Eindrücken. Dazu sind wir fest entschlossen und engagieren uns mit unserer vollen Kraft dafür. Kurt Tucholsky schrieb das 1934 an Arnold Zweig. Er war einer der allerersten Deutschen, die von den Nazis ausgebürgert wurden und zwischen unseren Generationen. Es ist deshalb gut, dass nun wieder vertrauensbildende Schritte beider Seiten begangen werden. Wir müssen mit noch höheren Temperaturen und einer dramatischen Verschärfung der Wasserknappheit rechnen. Eurer arabischen Nachbarn und damit die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern weiter zu intensivieren. Herzlichen Dank. Und wenn man eine unterschiedliche Sicht auf Dinge hat, zum einen, das Thema haben wir nur minimal betrachten können, von terroristischen Aktivitäten aus Mitteln des Auswärtigen Amtes den Menschen, die in den palästinensischen Gebieten leben und die lange Arbeit, die Zivilgesellschaft dort leistet, wichtig für das Leben der Menschen auch in Zukunft aufrechterhalten. Da Iran sein Nuklearprogramm kontinuierlich weiterentwickelt hat, mit Kompromisswillen und ohne Maximalforderungen,